Leute, wir sind alle noch relativ müde. Wir gucken uns gerade ein Haus an, ganz in der Nähe von der A3. Wir sind gerade von der A3 runtergefahren und haben jetzt noch 2 Kilometer. Von der Anbindung und sowas ist eigentlich ganz cool, aber ist halt auch eine etwas größere Summe. Das sind jetzt 490.000 und da müssen wir uns erstmal die Bude jetzt angucken. Durch Corona ist jetzt auch ein bisschen kacke, da werden keine Besichtigungen einfach so gemacht. Wir haben auch keinen Termin jetzt, ne? Nee, wir gucken das so von außen an. Vielleicht kommen wir in den Flur, wenn wir Glück haben, aber ich denke nicht. Ja. Nee, Mann. Ist denn da irgendeiner? Nee. Wir sollen uns das von außen quasi erstmal angucken. Wenn wir uns dann sicher sind, dann machen die einen Termin. Ist auf jeden Fall auch im Westerwald, ne? So wie immer, ne? Ja. Aber 2 Kilometer von der A3, ich finde das eigentlich ganz cool, ne? Der ist direkt in der Nähe von Montabaur. Da ist der ICE nach Frankfurt, nach Köln. Also schlecht ist auf gar keinen Fall, ne? Was halt ist an der Bude, die ist unterirdisch vermietet. Ne? Ja, das habe ich ja gesagt, aber das ist recht schnell rauszuholen. Ja, muss man gucken. Aber die macht schon Cashflow, so wie die jetzt vermietet ist. Echt? Ja. Das Haus ist übelst cool gewesen, mir hat das übelst gut gefallen. Euch auch, ne? Das ist übelst cool gewesen. Das sah von außen gut aus, gepflegt aus. Und ja. Einmal aufs Dach muss man auch so gucken. Wir haben zwar Videos davon gemacht, aber... danke für die Hütten. Ja, boah, die ist ganz schön mobil. Ne? Gerade die Dachgeschosswohnung sollte man sich bei so einem Flachdach angucken, ne? Weil ich glaube, das Haus ist ja von 77er Baujahr. 77, ja. Was mich halt wundert, da ist eine Gaszentralheizung drinnen mit Fußbodenheizung. Das heißt, es kam alles nachträglich, ne? Ich denke mal, die Fenster, das ist alles. Allein das finde ich halt. Feuer, ne? Allein das finde ich halt übelst cool, ne? Ja, ja. Zentralheizung, Bodenheizung, also vom Vermieten her ist das schon gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, dass das komplett umgebaut wurde, ne? Das war mal ein Gewerbeobjekt. Sieht auf jeden Fall so aus. Reingemacht. Mike, was mit deiner Nase eigentlich passiert? Da wollte ich letztens schon mal fragen. Ich habe Spalten mit meinem Bruder gemacht. Ohne Scheiß? Ja. Und da hast du so eine drauf gekriegt? Ja, ich weiß schon. Irgendwie das sah passiert, irgendwie am Freitag nicht so schlimm aus. Jetzt ja, schon ja. Aus, ne? Du hast nochmal Sparring gemacht. Nein. Denn gestern in diesem einen Ding, wo du das gemacht hast, habe ich mir gedacht, boah, alter Junge, hat der sich geprügelt oder was? Zurück. Ja, ne, ich hab mich verfahren. Hab ich verfahren, Alter. Weil dein Navi aus war, ne? Die, ohne Corona könnte man hier auf dieser Straße auch wahrscheinlich gar nicht drehen, ne? Meinst du nicht? Ja, die A3, Junge, so leer hab ich die A3 noch niemals in meinem Leben gesehen. Ne. Egal, aber das interessiert euch ja nicht. Ne, deswegen, auf jeden Fall ist das Haus unterirdisch vermietet. Zumindest mal, was die Gesamtmiete angeht. Kann natürlich sein, dass da 1-2 Wohnungen gut vermietet sind. Und also hier musst du auf gar keinen Fall rein. Nee. Das wäre total Humbug. Auf jeden Fall im Schnitt, glaube ich, dass jetzt... Man könnte quasi 20% direkt überall erhöhen. Werden wir aber, glaube ich, so nicht machen. Ne? Wie schon? Ne? Erstmal macht das so. Aber so macht das ja jetzt erstmal 6,6% Rendite. Ja, was für diese Gegend nicht viel ist, aber ich denke mal auf Dauer gesehen, ich denke mal 1-2 Jahre oder was, kann man das langsam da anpassen. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute reagieren, wenn du dem ganzen Haus da 20% reindrückst. Alle gleich auf jeden Fall. Ja. Bist du von Freund zu Feind geworden. Aber ich denke mal, wenn man da so nach und nach ein bisschen macht, weil du musst ja nicht die 20 machen, du hast ja Zeit, das zu machen. Ja, und ist halt anpassbar, ne? Ist halt jetzt im Moment echt unterirdisch. Ne? Ja, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht sind da einige Wohnungen komplett unterirdisch vermietet und 1-2 sind auch gut vermietet. Das wäre sogar noch besser für uns, weil wir dann da... Ja, das hätten wir dann Potenzial anpassen. Zu reden mit denen, ne? Dass die anderen Leute mehr bezahlen und die natürlich alle genau das Gleiche bezahlen, Quadratmeter technisch. Ja. Dann wird es nicht so einfach. Wäre natürlich cool, wenn da einer, mindestens einer schon mal die normale ortsübliche Miete bezahlt. Ne? Muss man sehen alles, ne? Wir probieren alles, um das Haus zu kaufen jetzt. Ja, weil wir müssen alles probieren, weil das Objekt, das wird schwer zu kriegen sein von der Schnelligkeit her. Ja, deswegen gucken, wie schnell die Banken sind. Ne? Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, wenn wir es nicht kaufen, haben wir keine Finanzierung gekriegt. Das wird eigentlich der einzige Grund jetzt sein. Oder zu lange gedauert. Oder zu lange gedauert. Ne? Das war's mit dem Video, ne? Jo.
kurz und knapp. Ja, ist ja so. Ist ja. Was will man da auch machen? Wir waren ja nicht mal irgendwo in einer Wohnung drin. Nee. Und haben schon beschlossen, dass wir es kaufen wollen. Naja, du willst ja noch viel mehr sehen, das ist ja vermietet. Ja. Peace, Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig.